so much to learn about. It'll make you wanna shout, Blippi! Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir im Fantastic Playtorium im Elderwood Einkaufszentrum in Linwood, Washington. Los geht's! Viel Spaß! Viel Spaß! Okay, bevor ich spielen kann, muss ich meine Schuhe ausziehen. Einen Schuh. Hey, schaut mal meine Schuhe an. Zwei Schuhe. Eins, zwei. Alles klar, los geht's. Hey, High Five. Okay, kommt mit. Was ist das da drüben? Kannst du mir zeigen, wie man das macht? Sie rutschen die Rutsche runter. Oh, gut gemacht. Ohoho. Okay, du bist dran. Du kannst rutschen. Oh. Alles klar, ich bin dran. Oh. Oh, oh, oh. Es gibt hier so viele tolle Sachen zu sehen und zu tun. Oh, wow, was ist das? Wow, man kann da durchgucken. Wow. Hey, sehen, das ist einer unserer fünf Sinne. Seht ihr meine Augen? Genau, schaut mal. Oh. Kann ich das auch? Oh, klar kannst du das. Was siehst du? Man tut es auf seine Augen. Oh, klasse. Schaut euch die an. Guckt mal. Ich setze diese Brille auf mein Gesicht. Schaut mir zu. Kann ich auch mal ausprobieren? Klar. Seht ihr, Brillen helfen manchen Menschen zu sehen. Okay. Es ist lustig. Wow, kommt, wir spielen mehr, damit wir noch mehr über die fünf Sinne lernen können. Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade diese Bälle aus der orangenen und blauen Kanone geschossen. Oh, schaut mal. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke. Schaut, Luft wird von unten nach oben gedrückt und lässt diese Bälle in der Luft schweben. Das ist klasse! Oh, was ist das? Schaut, es ist eine orangene Socke. Socken stinken manchmal. Und manchmal riechen sie gut. Wenn sie frisch gewaschen sind natürlich. Kommt, wir riechen die Socke. Oh, jemand muss die Socke gerade getragen haben. Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir Raumspray verwenden. Dann riecht sie gut. Ah, so frisch. Ich liebe den Geruchssinn, weil man so den Tag genießen kann, sogar mit geschlossenen Augen. Was rieche ich da? Oh, ich rieche eine Blume. Und was rieche ich jetzt? Genau, ich rieche leckeres Essen. Alles klar, kommt, wir spielen noch mehr. Musik
Diese Kugel war klasse. Oh, hey, schaut mal da. Es ist leckerer Saft. Lecker. Ich liebe Saft. Und schaut mal. Hier ist Obst. Öffnen wir es mal. Alles klar. Super lecker. Hey, habt ihr euch jemals gefragt, warum Essen manchmal so gut und manchmal so schlecht schmeckt? Das ist, weil wir einen Mund haben, mit dem man Dinge schmecken kann. Das ist einer unserer fünf Sinne. Ich liebe leckere Sachen. So wie Saft und gesundes Obst. In Ordnung. Kommt, wir spielen mehr. Los geht's. Kommt mit. Oh. Alles klar. Ich muss balancieren. Oh. Ich halte mich hier fest, sodass ich mein Gleichgewicht gut halten kann. Oh. Oh. Und wow, was sind die da? Oh, ein süßes kleines Kuscheltier. Oh, es ist so weich. Hey, wenn ich dieses Tier berühre, verwende ich einen meiner fünf Sinne. Genau, den Tastsinn. Wenn man etwas anfasst, oh, so weich. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist, aber sie haben meine zwei Lieblingsfarben. Wir haben einen orangenen Ball und einen blauen Ball. Die fühlen sich komisch auf meinem Gesicht an. Alles klar, kommt, wir gehen wieder spielen. Oh, was ist das? Schaut mal, es ist blauer Schleim. Oh, oh. Oh, guckt mal. Er fühlt sich so glitschig an, wenn ich ihn mit meinen Händen berühre. Genau. Erinnert ihr euch? Der Tastsinn ist einer eurer fünf Sinne. Man kann seine Hände verwenden, um Dinge zu ertasten und zu erfühlen. Genau wie diesen Schleim. Boah. Oh, oh, oh. Seht ihr, wie meine Hände durch den Schleim gehen? Es fühlt sich so komisch an. Okay, das reicht jetzt. Alles klar. Jetzt können wir weiterspielen gehen. Alles klar, kommt mit. Oh, schaut euch das an. Kommt her. Es ist ein pinker Ball mit Spitzen. Wow. Habt ihr das gehört? Er macht Geräusche. Oh, apropos. Schaut mal. Ich habe drei Dinge. Und hey, wenn man Geräusche hört, hört man sie mit den Ohren. Genau. Und das ist einer unserer Sinne. Dinge hören können. So wie das hier. Genau. Ich habe diese Klingel gehört. Und eine Pfeife. Hört mal. Oh, und ein Musikinstrument. Hört mal zu. Alles klar, na mal sehen. Welches Lied soll ich spielen? Ich weiß, das Baggerlied. Ich bin ein Schaufelbagger, Schaufelbagger. Hey, Dreck, mach dich vom Acker. Ich bin ein Schaufelbagger. Ich hab nen großen Arm, der bewegt sich schnell. Fang ich an zu graben, bin ich fertig im Nu. Ein Dreck.
Schaufel, schaufel jeden Tag, grabe Löcher und frag mich, was ich wohl find. Ein Erderkunder, ich bin ein Schaufelbagger. Könnt ihr nicht sehen, ich hab keine Zehen. Ich roll auf Ketten, so komm ich zum Ziel. Ich bin ein Schaufelbagger. Zu spielen. Ich bring's euch bei. Ihr müsst nur so euren Arm hochheben, so wie der Arm des Baggers, und anfangen zu schaufeln. Das macht Spaß. Ich hab ne Fahrerkabine, wo der Fahrer sitzt. Der steuert den Bagger, wenn er schaufelt und gräbt. Ein Löchergraber, ich bin ein Schaufelbagger. Ich arbeite den ganzen Tag. Schläfst du denn nie? Keine Zeit für Schlaf. Ein Schaufelbagger, Schaufelbagger. Hey, Dreck, mach dich vom Acker. Ich bin ein Schaufelbagger, Schaufelbagger, Schaufelbagger. Ich liebe es, Dinge hören zu können. Na gut, lasst uns spielen gehen. Und mehr Sachen hören, während wir spielen. Na los! Kannst du da drauf klettern? Wow, gut gemacht! Wow, wow, was ist das? Guckt mal, wow! Ein Ball mit Stacheln! Oh, oh. Seht ihr diesen Ball? Er ist richtig groß und hat Stacheln. Wir schauen die Farben an. Das ist grün und gelb. Pass auf. Oh, guckt mal, ein Drehding. Alles klar. Willst du drauf sitzen? In Ordnung, los geht's! Oh, ui! Ja, gut gemacht. Okay, jetzt sitzt mal so. Setz dich so hin und halt dich fest. Festhalten. Oh, ui! Oh. Alles klar, na bitte! Oh wow, schaut mal. Willst du da drauf? Oh, oh, oi. Wow, okay. Ich gehe hier lang zurück. Ich bin beim Höchsten. Wisst ihr, welche Farbe das ist? Genau, das ist gelb. Kommt mit. Passt hier auf. Wo gehen wir hin? Zeigt mir den Weg. Na los. Oh, oh, es ist ein Trampolin. Alles klar, springen wir auf dem Trampolin. Oh, schaut mal, wie ich springe auf dem Trampolin. Oh, 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 das macht so viel Spaß. Na los.
Kommt mit mir. Was ist das? Es ist ein Affe? Okay, okay, kommt mit. Okay, alles klar. Rutschen wir die Rutsche runter. Tschüss. Okay, ich bin dran. Es hat so viel Spaß gemacht, über unsere fünf Sinne zu lernen. Geschmack, Geruch, Sehen, Hören und Fühlen. Na, vielen Dank an das Fantastic Playtorium, wo der Spaß für Kinder nie aufhört, die dieses Video möglich gemacht haben. Und das ist das Ende des Videos. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Tschüss. Hey, ich bin's, Blippi. Seht ihr das hinter mir? Ja, das sind gelbe Fahrräder. Und heute bin ich in Tenino, Washington. Und wir werden mit diesen gelben Rädern die ganze Stadt erkunden. Los geht's. Wow. Whee. Okay. Bevor ich auf dieses Rad steige, sollte ich wohl meinen Helm aufsetzen, denn Sicherheit geht vor. Und los geht's. Okay, jetzt erkunden wir diese schöne Stadt. Hey! Wie wäre es, wenn wir die Teile des Fahrrads lernen? Okay, wie ihr wisst, trage ich einen Helm. Das ist Fahrradteil Nummer 1. Naja, es ist nicht am Fahrrad dran, aber wenn man damit fährt, dann zieht man auch einen Helm auf. Und das hier ist die Lenkstange, genau hier, der Fahrradlenker. Seht ihr? Das ist das, woran man sich beim Fahren festhält und dann lenkt, genau wie ein Lenkrad in einem Auto. Whee! Whee! Und das gelbe Teil ist der Rahmen. Der hält hier dann alle Teile des Fahrrads zusammen. Das ist der Sitz. Das ist also die Stelle, auf der man dann sitzt. Und dieser Sitz ist sehr weich und gepolstert. Das macht ihn schön bequem.
Dann haben wir zwei Felgen und Reifen. Und seht ihr? Das sind die Pedale. Wenn ihr die dreht, dann dreht sich auch das Hinterrad. Ich zeig's euch. Es dreht sich. Wow! Um zu bremsen beim Fahrrad, benutzt man die Pedale so. Bereit? Achtung! Also, ihr tretet vorwärts, so rum mit den Pedalen. Ja, yeah. Gegen den Uhrzeigersinn von eurer Seite, aber dann im Uhrzeigersinn von meiner Seite. Also, wenn ihr vorwärts tretet mit den Pedalen, fährt das Fahrrad vorwärts. Und wenn ihr rückwärts tretet, in diese Richtung, dann wird das Rad anhalten. Manche Fahrräder haben Bremsen am Lenker, gleich hier oben, aber nicht dieses. Seht mal, hier hinten könnt ihr Sachen befestigen. Da ist eine kleine Fläche für den Einkauf oder Pizza oder für Gemüse oder keine Ahnung. Alles klar. Ah, ich setze lieber meinen Helm wieder auf. Dann können wir die Erkundung fortsetzen. Oh, was für eine coole kleine Stadt. Okay, und los geht's. Wow, seht ihr, wie ich mit diesem Fahrrad auf Gras fahre? Es ist eigentlich für Gehwege und Straßen gedacht und für Wege, die sehr flach sind. Das ist ein Straßenfahrrad, aber... Es gibt auch andere Fahrräder, wie Mountainbikes, wow, die viel besser für unebenes Gelände wie dieses geeignet sind. Okay. Das hier ist der Quarry Pool. Hey, ich zeig euch mal, wie es da aussieht. Ein Pool in einem Steinbruch. Gehen wir mal dahin. Wow, das war mal ein großer Berg, der bis hierher reichte. Die Leute haben ihn vor langer Zeit abgetragen. Der Pool ist etwa 100 Fuß tief, also etwa 33 Meter Tiefe. Ja, man kann den Boden nicht berühren. Wow. Tatsächlich kann man hier auch schwimmen gehen. Wow. Da drüben ist ein Wasserfall. Das ist definitiv ein lustiger Ort zum Schwimmen. Wow. Wow. Oh, ich glaube, mein Rad ist kaputt. Oh. Hey, perfekt. Diese Stadt hat einen Fahrradständer mit einer Menge Werkzeug dran. Okay, als erstes müssen wir das Fahrrad hier draufstellen. Oh, perfekt. Wow, seht doch mal. Whee! Es macht gerade einen Wheelie. Alles klar, genug gespielt. Wir müssen an die Arbeit und das Rad reparieren. Seht euch das an. Hier haben wir einige Inbusschlüssel. Und dann ist da noch ein kleiner Schlitzschraubendreher. Wir haben einen Philips- oder Standard-Schraubendreher. Sogar einen Schraubenschlüssel. So viele Werkzeuge. Aber ich glaube, das Problem ist, der Reifen ist platt. Also nehmen wir das mal ab und füllen den Reifen wieder auf. Steckt es hier drauf und dann pumpen wir ihn wieder auf. Perfekt.
Und jetzt geht es weiter mit der Tour. Hey, das ist die perfekte Zeit für den Werkzeugsong. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Ein Schraubenschlüssel macht klack, klack. Hörst du den Hammer hämmern, bum, bum, bum. Ein Bohrer bohrt Löcher. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Ja, es rumst und quietscht, knirscht und klingt. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Es macht Bumm und Bamm, klirrt und zischt. Wenn man Werkzeug benutzt, wird es manchmal echt laut. Schneiden Kabel mit ner Zange, schnipp, schnipp. Papier schneiden mit der Schere macht schnapp, schnapp. Wenn man Werkzeug benutzt, sei bloß vorsichtig. Trag feste Handschuhe und hab eine Brille auf. Liebe Kinder, wenn ihr Werkzeug benutzt, hört immer gut euren Eltern zu. Seht euch das an! Wir sind in einer Steinbildhauerei. Hier kann man Schnitzereien kaufen. Oh, hey, wer bist du? Wie heißt du denn? Wyatt. Wyatt? Und was machst du hier? Ich meißle Stein. Er meißelt Stein. Oh, du nimmst also den Meißel? Ja. Und dann nimmst du den Hammer und schlägst drauf? Ja. Wie Hammer und Nagel. Jetzt geht's los. Wow, sieh dir das an. Alles klar, jetzt bist du dran. Oh, du willst es ausmalen? Okay. Ich nehme Rot. Wow, das ist großartig. Kann ich mich mal umsehen in eurem Laden? Natürlich. Alles klar, dann los. Wie geht's euch? Mir geht es gut. Wunderbares Wetter heute. Und wie heißt ihr beiden? Ich bin Ian Williams. Ich bin der Vater von Wyatt da drüben. Ich bin Keith. Oh, wie cool. Schön, euch kennenzulernen. Keith, willst du mich herumführen? Also, wir haben hier an der Wand verschiedene Artikel für unsere Kunden. Anscheinend haben Wyatt und seine Crew das alles hier aus Stein geschlagen mit diesem Hammer und diesem spitzen Metallding. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Wow, seht euch das an. Wonach sieht das aus? Sieht aus wie ein Apfel, aber er ist aus Stein gemeißelt.
Das ist echt cool. Also, lasst uns weiter die Stadt erkunden, okay? Yeah! Wir sind jetzt bei der Feuerwache angekommen. Weißt du, welche Fahrzeuge es bei der Feuerwehr gibt? Ja, sie haben Krankenwagen. Sie haben Feuerwehrautos. Hey, seht euch die an. Wow, die sind so cool. Wow. Wow. Da ist ein echtes Feuerwehrauto am Blinken. Hey, kommt mit! Hey, was passiert hier? Wir haben einen Feuerwehreinsatz. Es gibt einen Feuerwehreinsatz. Da braucht jemand Hilfe. Darf ich mit dabei sein? Aber sicher, Blippi. Okay, alles klar. Das heißt, wir dürfen jemandem helfen. Und wir fahren zu einem Feuerwehreinsatz. Hey, das Wichtigste zuerst. Sicherheit geht vor. Ich muss mich zuerst anschnallen. Okay, jetzt wo ich angeschnallt bin, mache ich mich bereit für unseren Feuerwehreinsatz. Ich lege jetzt den Gang ein und dann können wir erst raus, wenn ich die Bremse gelöst habe. Aber jetzt können wir losfahren. Alles klar, lasst uns jemanden retten. Okay, jemand braucht unsere Hilfe. Also, wir kommen. Woohoo! Seht euch das an. Ihr habt bestimmt schon mal ein Polizeiauto gesehen. Aber das hier ist ein Polizeitruck. Okay, dann parke ich mal eben genau hier auf dem Rasen. Alles klar. Und jetzt könnt ihr den Rest der Stadt erkunden. Kennt ihr noch das gelbe Rad? Also gut, es ist eine tolle Art, die Stadt zu erkunden und gut für die Umwelt. Okay, und los geht's. Hey, Moment. Warum bewege ich mich nicht? Oh, da drüben ist es. Also gut, jetzt geht's los. Hallo! Wow, der Bürgermeister! Das ist super! Weiter geht's! Wow, das hat so viel Spaß gemacht, dieses Fahrradabenteuer mit euch in Tenino, Washington. Definitiv eine richtig coole Stadt, Kinder. Es ist so toll, dass sie diese gelben Fahrräder an alle ausleihen. Und zwar kostenlos. Das ist klasse. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Alles klar. Bis demnächst. Bye, bye.
ist nicht schwer. Hey, ich bin Blippi und schaut mal, was hinter mir ist. Wow, es ist ein Flugzeug. Heute bin ich bei Kenmore Air und ihr und ich werden was über Flugzeuge lernen. Aber wartet mal, kommt her. Das ist kein normales Flugzeug. Genau, es ist ein Wasserflugzeug. Und Wasserflugzeuge können auf dem Wasser landen und starten. Wow! Wow! Schaut mal! Das Wasserflugzeug ist gerade gelandet. Jetzt wird es diese Rampe hochgezogen zu diesem Gabelstapler, damit es zur Wartung abgeschleppt werden kann. Was für ein schönes Flugzeug! Wir lernen die Außenteile des Wasserflugzeugs. Na los! Wow! Hey, da oben, da ist das Cockpit. Im Hauptteil, das ist der Flugzeugrumpf. Und hier hinten, das ist das Leitwerk. Guckt mal, kommt hierher. Kommt nach vorne. Wow, also das ist ein großes Triebwerk. Wow, sieht aus, als hätte es 9 Zylinder. Wow, und seht ihr das? Das ist der Propeller. Der dreht sich im Kreis. Ganz schnell. Wow. Wow. Und da unten? Das ist der Auspuff. Wow, guckt mal. Wasserflugzeuge sind einzigartig, weil sie die hier haben. Das sind die Schwimmkörper. Einer auf jeder Seite. Das lässt das Wasserflugzeug auf dem Wasser landen. Perfekt. Und die Schwimmkörper haben sogar Stauräume. Guckt mal! Wow! Man kann alles Mögliche da reinpacken. Zum Beispiel Fische, Gepäck sowie Reisegepäck. Oder wenn es richtig kalt ist, so wie in Alaska, kann man sogar Kühlmittel, Antifrostmittel da reintun, damit das Wasser nicht einfriert. Wow! Es gibt Stufen. Oh, hey, seht ihr diese Dinger? Schaut mal. Die hier? Genau, Kabel. Diese Kabel sind angeschlossen. Sie verlaufen überall und gehen dann ins Cockpit. Und wenn der Pilot die Fußpedale drückt, bewegt es dieses Ruder. Eins auf dieser Seite und eins auf der anderen Seite, da drüben. Es bewegt sich nach links und rechts, sodass man das Flugzeug steuern kann, wenn es im Wasser ist. Wow! Hey, guckt mal hier! Es sieht so aus, als wäre hier ein Paddel angebracht. Nehmen wir es mal raus. Wow! Wow! Seht ihr dieses Paddel? Es wird dafür verwendet, wenn man das Flugzeug abschaltet, kann man paddeln, um schön nach an die Küste ranzukommen. Oder wohin man will. Wow! Seht ihr?
Wasserflugzeuge sind super! Okay, schaut mal, was über mir ist. Genau wie bei einem normalen Flugzeug hat es einen großen Flügel. Wow! Ein auf jeder Seite. Und hier hinten hat es einen horizontalen Stabilisator und einen vertikalen Stabilisator. Wow! Hui! Und ihr dürft die Farben nicht vergessen. Schaut mal, wie schön dieses Flugzeug ist. Wisst ihr, welche Farben das sind? Genau, es sieht aus wie Rot, Weiß und Blau. Schaut mal das Wasserflugzeug an. Es hat große Schwimmkörper und starke Propeller. Wow, guckt! Eine riesige Flugzeughalle. Schauen wir sie uns mal genauer an. Diese Flugzeughalle ist die Wartungshalle. Hier werden alle Wasserflugzeuge gewartet. Wow, so groß. Oh, und der Boden ist so glatt und glänzend. Ich weiß, wofür der gut ist. Tanzen. Wow, haha. Oh, schaut mal. Ein Wasserflugzeug. Und das Wasserflugzeugtriebwerk liegt frei. Schaut mal. Wow! Genau, das sieht aus wie ein richtig starkes Triebwerk. Und schaut mal, Schwimmkörper! Oho. Bestimmt kann dieses Wasserflugzeug richtig schnell fliegen und kann auf schön glattem Wasser landen. Wow! Schaut mal, es gibt so viele tolle Sachen in dieser Flugzeughalle. Oho. Zum Beispiel Flugzeugteile. Es gibt so viele. Ich frag mich, was all diese Teile sind. Oh, hey, wir wissen, was die hier sind. Das sind die Ruder. Wupp, 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 wupp. Wow, noch ein Wasserflugzeug. Aber dieses Wasserflugzeug, guckt es euch an. Seht ihr, was falsch ist? Ja, wartet mal eine Sekunde. Da ist kein Triebwerk. Ich wette, dieses Wasserflugzeug fliegt nicht weit, fliegt nicht schnell und landet nicht auf dem Wasser. Haha. Oh. Haha. Oh, hey. Jop, jede Werkstatt muss ein Fahrrad haben. Wow. Whee. Wow. Wow. Whee. Das ist ein schönes Fahrrad. Ich weiß nicht, wem es gehört, aber es ist toll. Apropos toll, schaut mal dieses Wasserflugzeug an. Dieses Flugzeug hat ein Triebwerk und Schwimmkörper und eine Cockpit-Tür. Wow, es sieht bereit zum Fliegen aus. Wow, haha, wow, schaut mal hier. Eine große rote Werkzeugkiste. Schaut. Das ist so viel Werkzeug. Oh je. Das ist so viel. Und schaut mal da drüben. Zwei Schwimmkörper. Und die heißen Nieten. Es gibt so viele. Das sind bestimmt Hunderte. Halt. Nein. Ich wette, es sind Tausende. Komisch. Wow. Schaut mal. Ein Haufen Schrauben. Wow. Es gibt so viele Arten von Schrauben. Und die sind so schön sortiert. Es ist echt praktisch, wie gut sie sortiert sind. Wow. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Wow. Mehr Teile
für die Wasserflugzeuge. Ich weiß nicht, ob das die Klappen oder die Querruder oder die horizontalen Stabilisatoren sind. Ich habe keine Ahnung. Aber sie sind echt super. Schaut mal. Noch ein Wasserflugzeug. Aber hey, die sind alle in unterschiedlichen Stadien. Und dieses hier hat einen Motor. Wow, der ist so groß und so stark. Schaut mal rein. Aber da ist kein Propeller. Aber schaut die Außenseite an. Kein Flügel und keine Farbe. Aber alles ist abgeschmirgelt. Ich wette, sie machen es neu, so wie es ihnen gefällt. Ich hoffe, sie wählen zwei Farben. Meine zwei Lieblingsfarben. Könnt ihr meine zwei Lieblingsfarben raten? Haha, yep. Blau und Orange. Gut gemacht. Kommt, wir erkunden weiter. Oh. Hallo. Da ist ein Handwerker. Mehr Schwimmkörper. Wow. Und noch ein Triebwerk. Wow. So interessant. Wow. Oh, schaut mal hier. Es sieht so cool aus. Diese Werkstatt hat echt Spaß gemacht. Ja! Was Simon tut, ist das Flugzeug zu tanken. Dieses Flugzeug verwendet Düsenkraftstoff. Genau wie in einem Auto muss man Kraftstoff in den Motor tun. Kommt, jetzt fliegen wir mit dem Wasserflugzeug. Wir fangen auf dem Wasser an und fliegen hoch in die Luft. Kommt, wir steigen hinten in den Flieger. Okay, seid vorsichtig. Wow. Es ist so geräumig hier drin. So viele Sitzplätze. Ich gehe ins Cockpit. Los geht's. Oh, hey. Wie heißt du? Jeff. Und das ist unser Pilot. Schön, Hi, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Das wird so viel Spaß machen. Schaut mal, es ist die Seattle Space Needle. Wow, wir haben es geschafft. Wir waren in der Luft und jetzt sind wir wieder unten auf dem Wasser. Das hat so viel Spaß gemacht. Hey, warum lernen wir nicht noch ein bisschen mehr über Wasserflugzeuge? Wow! Hey,
Was macht ihr so weit draußen? Kommt mit! Kommt, wir lernen die Innenteile eines Wasserflugzeugs. Wow! Okay, zuerst muss man die Tür öffnen, um reinzugehen. Los geht's! Na los! Wow! Es ist so geräumig hier drin. Es gibt so viel Platz. Man könnte glatt hier tanzen. Wow, schaut euch mal das hier hinten an. Wow, das ist der Stauraum. Schaut mal. Wow, hallo. Hallo. Ha. Man kann viel Gepäck hier hinpacken. Wow. Und es gibt außerdem einen Feuerlöscher. Es gibt Reiseübelkeitzeug. Das brauchen wir heute nicht. Ein Sanitätskasten? So viele tolle Dinge. Wow. Schauen wir uns den Vorderteil an. Wow. Es gibt so viele Sitzplätze. Sieht aus, als könnte ich in dem hier sitzen. Hey. Oder in dem hier? Hey! Oder dem? Hallo da hinten! Hallo! Oder ich kann in dem sitzen. Wow! Wow! Oder ich könnte in dem sitzen. Kommt mit! Wow! Dieser Sitz ist für den Pilot. Schaut mal das Lenkrad. Wow! So lenkt und fliegt man das Wasserflugzeug. Es gibt so viele Messgeräte und Instrumente. Wow, es gibt so viele davon. Aber hier ist gleich eins. Da weiß ich, was man damit macht. Hallo, hallo, hast du verstanden? Hier ist Pilot Blippi. Wir wollen vom Wasser starten und hoch in die Luft. Verstanden? Steilkurve 25, um 30 Grad links drehen. Ja, alles klar. Vielen Dank. Okay, wir haben Erlaubnis zu fliegen. Wuhu! Es schwimmt auf dem Wasser und fliegt in der Luft. Wasserflugzeug. Raus aus dem Meer, in die Wolken ganz hoch. Wasserflugzeug. Ein Flugzeug mit Propellern und Flügeln und einem Schwimmkörper unten, damit es nicht sinken kann. Wasserflugzeug, so elegant. So elegant, landet auf Wasser und an Land. Es fliegt an Orte für andere zu schwer. Zum Beispiel kleine Inseln weit draußen im Meer. Wasserflugzeug, so elegant. So elegant, landet auf Wasser und an Land. Flieg mit nem Wasserflugzeug in den Urlaub und flieg zu unglaublichen Zielen. Es schwimmt auf dem Wasser und fliegt in der Luft, Wasserflugzeug. Raus aus dem Meer, in die Wolken ganz hoch, Wasserflugzeug. Wasserflugzeug, so elegant. Landet auf Wasser und an Land. Wasserflugzeug, Wasserflugzeug. Wasserflugzeug, Wasserflugzeug. Wasserflugzeug.
Wow, schaut mal, eine Ente. Enten sind wie die Wasserflugzeuge des Vogelreichs. Sie können in der Luft fliegen und auf dem Wasser landen. Hallo. Wir sind wieder bei der Werkstatt. Es gibt so viele tolle Dinge hier. Oh, schaut mal hier. Wow, wie heißt du? Hey, ich bin Maddie. Das ist Maddie. Was machst du? Ich bin eine Wasserflugzeugmechanikerin. Oh, eine Wasserflugzeugmechanikerin. Und sie hat gerade die Zündkerzen ausgewechselt. Und was hast du gefunden? Das Triebwerk war kaputt. Oh nein. Hallo. Wow. Woo. Wasserflugzeuge sind super, weil sie auf dem Wasser landen und starten können und hoch in die Luft fliegen. Haha. Vielen Dank an Kenmore Air, die dieses Video möglich gemacht haben. Okay, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Schreibt ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Bis bald. Tschüss. Wow. Hey, ich bin's, Blippi. Wir sind heute im Priest Point Park in Olympia, Washington. Und ich mache eine Wanderung. Ich liebe Wandern, denn man ist dabei draußen in der Natur. Hey, apropos Wandern. Ich habe keinen Wanderstock. Ob sich einer finden lässt? Seht ihr irgendwo einen? Oh, hey, seht mal da. Das ist der perfekte Wanderstock. Erstaunlich. Er ist so glatt, denn da ist keine Rinde dran. Ja, und definitiv werde ich davon keine Splitter kriegen. Wow, seht nur, das ist ein einzigartiger Stock. Er hat viele knorrige Stellen. Ja, yeah. Wow. Das ist ein richtig cooler Stock. Okay, wir testen ihn mal. Wahnsinn! Und er ist wirklich stabil. Okay, dann gehen wir wandern. Wow! Wow. Seht mal da! Wir haben was gefunden. Wow, könnt ihr es sehen? Das sind Klappmuscheln. Ja, könnt ihr sie auch sehen? Wow! Sie war einmal vollständig geschlossen, so wie jetzt. Und da war auch mal eine Muschel drin. Aber nun ist sie leer. Wohin ist denn die Muschel verschwunden? Moment mal! Seht ihr das? Das ist ein Hinweis. Hier sind Federn. Ja, seht, Vogelfedern. Moment mal. Ich frage mich, was ein Vogel genau hier zu suchen hatte. Ja, vielleicht hat er zum Mittag gegessen. Okay, nun, ich nehme mir eine dieser beiden Federn und mache sie in meinen Rucksack. Und später zeige ich euch was richtig Tolles. Und eine Klappmuschel mache ich auch in meinen Rucksack. Und dann wandern wir weiter. Haha. Okay, na los. Oh, ausreichend trinken. Wow, seht mal diese Pflanze. Diese Pflanze heißt Farn. Wow, eine wunderschöne Pflanze. Sieht so cool aus. Oh, hey, da liegt einer ihrer Wedel. Ja, Farnblätter heißen Wedel. Ich habe eine Idee. Wir nehmen das mit und nutzen es später für eine richtig coole Sache. Ich pack's mal schnell in den Rucksack. Hier hinein, den Rest seht ihr dann später. Okay, dann kommt mit, na los! Seht mal da! Wow, ein alter Baum! Ja, er stand einmal aufrecht und dann fiel er um.
Wow, und wenn Bäume umfallen, verrotten sie und bieten dann eine großartige Möglichkeit für Insekten. Ja, und kleine Tiere, sich dort einzunisten. Könnt ihr sie sehen? Ja, Insekten lieben es, alte Bäume zu fressen. Ja, denn dadurch gelangen neue Nährstoffe in den Boden. Wow, hey! Apropos Insekten, seht ihr dieses hier? Wow, das ist ein Grashüpfer. Hallo, Grashüpfer. Hey, ich hab da was richtig Cooles in meinem Rucksack. Ich hab eine sogenannte Becherlupe. Wo steckst du? Becherlupen sind großartig. Man sieht Insekten damit ganz nah. Und der allererste Schritt ist, sie aufzumachen. Jetzt hab ich's gleich. Und dann darf der Grashüpfer hineinspringen. Los, Kleiner. Komm. Oh. Na los, nur rein mit dir. Ja, perfekt. Oh, wow. Der Grashüpfer ist jetzt drin. Und wenn ich das schließe, kann ich durch die Lupe sehen. Wow. Und ihn ganz nah sehen. Wow. Seht euch das an. Wow. Wow. Was für ein schönes, kleines Insekt. Okay, wir sollten es besser hier lassen. Okay, Grashüpfer, komm raus. Oh, geh zurück nach Hause. Alles klar. So, das kommt hier rein und ich gehe weiter. Bis bald. Ich werde so müde auf meiner Wanderung. Wenn ich einatme, atme ich Sauerstoff ein. Und ich atme Kohlendioxid aus. Ein Sauerstoff. Aus Kohlendioxid. Aber hey, wisst ihr was? All diese Pflanzen, Bäume, Büsche und Sträucher, alle atmen sie, ja, Kohlendioxid ein. Was atmen sie aus? Sauerstoff. Sie atmen Kohlendioxid ein? Und was kommt raus? Sauerstoff. Ist das nicht cool? Wir sind das Gegenteil davon. Wir atmen aus Kohlendioxid. Und genau das atmen sie ein. Und dann atmen sie was aus? Sauerstoff. Und wir atmen Sauerstoff ein. Yeah! Wir sind ein tolles Team. Hey, seht euch das an. Seht ihr das hier? Das sind Tannenzapfen. Wie viele Tannenzapfen seht ihr? Eins, zwei, drei Tannenzapfen. Tannenzapfen sehen so cool aus. Wow. Hey, Streifenhörnchen lieben Tannenzapfen, weil kleine Samen drin sind, die sie schnappen und dann essen. Tannenzapfensamen. Okay, ich werde das für später einpacken. Ja, für die coole Sache, die ich schon erwähnt habe. Okay, lasst uns weitergehen. Ich sehe etwas richtig Cooles. Ich sag euch, was es ist. Ich sehe die Hälfte eines Baumes. Seht ihr sie? Ja, die Hälfte eines Baumes. Yeah! Seht euch das an. Das war einmal ein ganzer Baum. Ja, aber jetzt ist das nur noch die Hälfte eines Baumes. Oh, das ist cool. Hey, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ja, wenn ich etwas sehe, dann sage ich, ich sehe etwas. Und dann müsst ihr versuchen, es zu finden. Hier kommt das Nächste. Ich sehe etwas Rotes. Könnt ihr es sehen? Oh, ja. Seht. Wow, ein Schmetterling, seht ihr? Ein roter Schmetterling? Wow, hey, roter Schmetterling. Wie geht es dir heute?
Hast du Spaß daran, nur herumzusitzen? Schmetterlinge sind so wunderschön. Okay, wir lassen ihn in Ruhe. Alles klar. Bye, bye, Schmetterling. Okay, und weiter geht die schöne Wanderung. Hey, seht euch das an. Ich habe einen richtig guten Baum zum Klettern gefunden. Wow. Man muss sehr vorsichtig sein beim Herumklettern. Wow. Wow. Was ist das? Ich sehe etwas. Ich sehe den Strand. Wow. Ich liebe den Strand. Ich liebe den Sand. Ja. Und ich liebe auch die Möwen. Ja. Wow, ich genieße es, am Strand zu sein und das den ganzen Tag. Oh, wartet mal kurz. Was ist das? Das hat hier nichts zu suchen. Das ist Restmüll. Buh! Müll am Strand? Ich fass es nicht. Das ist so schade. Dieser Strand ist die Heimat vieler Lebewesen. Und wir sollten die Erde sauber halten und pflegen. Ja, willst du ein schmutziges Zuhause? Nein, ich will das nicht. Hey, ich habe eine Idee. Lasst uns gemeinsam den Strand säubern. Das klingt nach Spaß. Bereit? 3, 2, 1. Wuhu! Seht euch das an. Ich habe einen Restmüllsack. Yeah, da kommt dann der ganze Müll rein. Und dann habe ich einen... einen Müllgreifer. Ja, yeah, wie eine Kralle. Okay, ich hebe jetzt dieses Teil auf. Alles klar, ich benutze diesen Greifer, weil ich das auf keinen Fall anfassen will. Ich habe keine Ahnung, wo das vorher war. Okay. Es geht los. Okay, ich sehe Muscheln. Die sollen auch hier sein. Oh, das sollte nicht hier sein. Das sieht aus wie eine Limo-Dose. Ja, eine Limo-Dose. Alles klar, wir packen sie rein. Perfekt. Wir haben schon 2 Müllstücke gesammelt. Oh, wartet mal. Hier ist noch etwas. 1, 2, 3. Unser 3. Stück Müll ist das. Weiter geht's. Ich bin so froh, dass wir diesen Strand aufräumen. Da ist noch etwas. 1, 2, 3, 4. Das 4. Müllstück ist hier drin. Oh, noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier? Ja, 6. Wir haben 6 Müllstücke gesammelt. Gut gemacht. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Strand ist so dreckig. Hier ist unser letztes Stück. Also gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Müllstücke sind das. Gut gemacht. Das hat so Spaß gemacht, den Strand zu säubern. Alles klar, das werfen wir hier in den Mülleimer. Bye-bye, Müll. Gut gemacht. Ich hole jetzt meinen Wanderstock zurück. Dann können wir weiter wandern. Da ist er. Jetzt bin ich bereit. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch wandern zu gehen. Wir haben so viel gelernt, zum Beispiel über Pflanzen. Und dann das... Suchspiel? Ja, ich sehe was. Das war richtig toll. Hey, da waren sogar ein paar Insekten. Oh, ja, aber am wichtigsten war doch bestimmt die Strandsäuberung, oder? Gut gemacht. Hey, wisst ihr noch vorhin unsere Fundstücke? Ja, da war dieser Farn. Yeah, ich werde euch was richtig Cooles damit zeigen später. Dann war da noch diese Muschel. Ja. Und dieser Tannenzapfen. Und wir haben diese Vogelfeder. Wow. Okay, ich lege das hier hin.
Okay, also dieser Stock war bisher mein Wanderstock. Den lieben langen Tag, das war toll. Aber jetzt wird er gleich ein sogenannter Reisestock werden. Ja, die Ureinwohner von verschiedenen Ländern haben sie gemacht, diese Reisestöcke. Sie sammelten Dinge auf ihren Wanderungen und Reisen. Und dann klebten sie sie auf die Stöcke in chronologischer Reihenfolge als Erinnerung, wo sie schon waren. Das machen wir auch. Wir nehmen diesen großen Farn und legen ihn drauf. Ich habe sogar eine orangefarbene Schnur. Ja, die nehme ich zum Umwickeln. Perfekt. Das sieht gut aus. Wow, ziemlich cool, oder? Okay. Wow, das sieht so cool aus. Ja, wie ein Stock mit einem Farn drauf. Okay, was noch? Oh ja, wir haben die Muschel. Etwas knifflig, sie zu befestigen, aber ich denke, wir schaffen das. Geschafft. Seht ihr das? Yeah, das sieht echt gut aus. Und dann haben wir diesen Tannenzapfen. Der kommt hier unter die Muschel. Genau so. Und dann kommt das hier drumherum, damit es gut festhält. Oh, alles klar, wir sind fast fertig. Hier ist der Farn, die Muschel, der Tannenzapfen und zu guter Letzt die Feder. Okay, ich setze sie ganz nach oben. Genau hier. Seht ihr das? Haha, alles klar, seht's euch an. Wie sieht das aus? Wow! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Ich hatte so viel Spaß, mit euch zu lernen. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye-bye. Oh, hey. Ich bin's, Blippi. Ich habe meine ganze Campingausrüstung dabei, denn heute gehen ihr und ich zelten. Wow, ich liebe die Natur. Sie ist so wunderschön. Es gibt so viele Pflanzen, Baumstümpfe und Bäume. Wow, seht mal hier. Ein Insekt. Das sieht aus wie eine Raupe. Wow, hallo kleine Raupe. Na gut, wir sollten besser weitergehen, damit wir vor Einbruch der Dunkelheit am Zeltplatz sind. Wow. Hey, seht euch diese schöne Pflanze an. Seht ihr das? Das ist ein Farn. Wow. Seht doch mal, das ist die Farbe grün. Hey, hier drüben ist ein Baum. Oh, entschuldige, Farn. Seht genau hier. Das ist ein Baum. Ja, ihr wisst, was ein Baum ist. Da ist etwas Rinde dran und auch noch etwas Moos. Seht, wie hoch der Baum ist. Er ist viel größer als ich. Ha? Na gut, mal sehen, was wir hier noch finden können. Wow. Hey, seht, noch ein Insekt. Hallo. Das sieht aus wie eine Libelle. Hallo, liebe Libelle. Wie geht es dir heute? Na gut. Lasst uns weitergehen. Oh, seht. Eine Spinne. Hey, Spinne. Hast du einen schönen Tag? Ich setze dich mal hier drüben hin, damit ich nicht auf dich trete. Okay, weiter geht's. Oh, Moment mal. Hier sind noch mehr Insekten. Was für Insekten sind das? Das sind Gottesanbeterinnen. Wow, die sind so cool. Guckt, so sehen sie aus. Hallo, ich bin eine Gottesanbeterin. Hi. Okay.
Ich glaube, wir sind fast da. Ich werde ein bisschen müde. Wow! Seht euch das an! Das sieht aus wie der perfekte Campingplatz. Wow! Okay, gehen wir hier rüber und nehmen unsere ganze Ausrüstung ab. Schon besser. Den noch? Ich glaube, ich brauche etwas Wasser. Also gut. Ich packe mal meine ganze Campingausrüstung aus. Yeah! Oh, vergesst nur nicht die Marshmallows. Ja, die sind für die S'mores später. Und die leckeren Cracker. Oh, und die Schokolade. Hattet ihr schon mal ein S'more zuvor? S'more zuvor? Das reimt sich. Das ist albern. Und mein S'mores-Stock. Haha. Und mein Malbuch. Dann kann ich später im Zelt etwas malen. Das wird so ein Spaß. Also gut, was haben wir hier denn noch? Nun, wir haben unser Wasser hier drin. Ihr braucht auf jeden Fall Wasser, damit ihr es trinken könnt. Yum, ich liebe Wasser. Oh, ich habe meinen orangen Schlafsack. Das wird so gemütlich. Und ein blauer Stuhl. Ich baue den später auf, neben dem Feuer. Dann kann ich entspannt das Feuer genießen und meine S'mores rösten. Okay, na gut. Wir haben hier ein Fernglas. Wow, seht's euch an. Damit könnt ihr Dinge in der Ferne sehen, zum Beispiel Vögel. Wow, da drüben ist einer. Hallo Vögelchen, hallo. Na gut, ich leg es hier ab. Oh, und eine Laterne, seht euch das an. Wow, das ist ein richtig helles Licht. Damit könnt ihr sogar im Dunkeln sehen. Und eine riesige Flasche voll Wasser. Bevor ich ins Bett gehe, gieße ich es auf das Feuer. So entfachen wir gar keinen Waldbrand. Das wäre wirklich schlimm. Oh, yep, mein Wanderstock. Ja, den habt ihr schon gesehen. Hilft mir mit meinem Gleichgewicht, während ich wandere. Und nicht zu vergessen, mein Zelt. Ja, es ist wie ein Haus. Denn wenn man in der Wildnis ist, ja, braucht man einen Schlafplatz, oder? Ja. Machen wir es auf. Ich denke, ich baue das Zelt auf. Alles klar, los geht's. Ist wie ein Puzzle. Wow. Das geht von einem Ende zum anderen. Und dann habe ich noch eins von den Dingern. Nun kommt der lustige Teil. Man errichtet das Zelt. Seid ihr bereit? Sieht echt gut aus, hä? Tada! Jetzt können wir darin schlafen. Wow, ich habe vergessen, meine Schuhe auszuziehen. Ja, man zieht die Schuhe aus, bevor man ins Zelt geht. Denn dann bringt man keinen Dreck rein. Schließlich noch den Reißverschluss zu. Wow, das macht so viel Spaß. Okay, das Malbuch lege ich mal hier hin. Zuerst hole ich meinen Schlafsack raus. Yeah, mein oranger Schlafsack. Wow.
Wow! Okay, das kommt dahin. Und dann geht's los. Wow! Schlafsäcke sind wirklich gemütlich. Ja, sie halten euch schön warm in der Nacht, wenn es wirklich kalt ist. Okay, und los. Reinkrabbeln. Wow! Wow! Seht ihr? Ich werde gut gewärmt heute Nacht. Okay. Hey, ich habe eine lustige Idee. Ich denke, wir sollten malen. Ich habe ein paar Wachsmalstifte. Ja, ich liebe malen, wenn ich zelten bin, weil malen ist echt wirklich richtig lustig und es ist kreativ. Es ist wirklich toll. Habt ihr mal gemalt? Ja, habt ihr selbst mal etwas gemalt? Denn seht, ihr könnt das ausmalen. Ja, guckt. Blippi, willkommen im Baumhaus. Ha! Wow, so ist es gut. Ja, ihr könnt eine Seite ausmalen oder ihr sucht ein leeres Blatt und dann zeichnet ihr etwas Eigenes. Vielleicht blau. 1. 2 Kreise und ein Smiley-Gesicht mit einer Zunge. Okay, aber was machen wir hier drin? Wir zelten doch. Draußen gibt es lustige Dinge zu tun. Wir sollten rausgehen und Verstecken spielen. Was meint ihr? Ich liebe Verstecken spielen. Okay, um zu spielen, muss sich einer verstecken und die anderen suchen. Yeah. Okay, ich versteck mich und ihr sucht, okay? Also, gut. Fertig. Zählen wir bis 5. Schließt die Augen, bereit? 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja! Hey, ich bin hier! Wow! Gut gemacht! Das hat echt Spaß gemacht! Wow. Dieses Lagerfeuer ist so schön! Nun, wenn ein Lagerfeuer brennt, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Ja, ich habe das Feuer gemacht, aber ich bin ein richtiger Erwachsener. Wusstet ihr das? Kinder sollten niemals selbst ein Feuer machen. Aber gibt es ein Lagerfeuer, sollte immer ein Erwachsener dabei sein. Wenn keiner da ist, ruft ihr nach einem: Hey, Erwachsener, jemand sollte mal herkommen zum Lagerfeuer. Und hey, apropos Lagerfeuer, erinnert ihr euch an diese Wasserflasche von vorhin? Ja, es sind etwa 3,8 Liter. Ja, ihr müsst sicherstellen, dass ihr Wasser in der Nähe eines Lagerfeuers habt. Für den Fall, dass es außer Kontrolle gerät. Dann gießt ihr etwas Wasser auf das Feuer. Ja, und löscht es. Aber dieses Feuer ist in einer sicheren Umgebung. Seht ihr die Feuerstelle, die ich gebaut habe? Ja. Ja, so kann gar nichts anderes Feuer fangen. Und noch was Wichtiges. Ihr müsst überprüfen, dass keine Äste oder Blätter oder sowas darüber oder drumherum sind. Ja. Also jetzt, wo wir ein sicheres Lagerfeuer haben, ist es die perfekte Zeit für ein paar S'mores. Haha, hattet ihr schon mal S'mores zuvor? Oh, die sind so yummy. Nach einem gesunden Abendessen könnt ihr einen S'more essen. Guck mal. Hier haben wir knusprige Cracker. Ja, das ist ein Rechteck, aber ihr teilt es in der Hälfte. Und jetzt habt ihr 2 Quadrate. Yum! Okay, und dann habt ihr noch einen Zylinder. Ja, das ist ein Zylinder. Seht ihr die Form? Aber so nennt man es nicht. Das ist ein Marshmallow. Und der ist so yummy. Okay, ich lege das erstmal hier hin. Okay, eigentlich, wisst ihr was, ich sollte ein bisschen ordentlicher sein mit diesem runden, weißen Teller. Na gut, seht ihr diese leckere Schokolade?
Okay, das ist die dritte und letzte Zutat fürs Mors. Ich liebe Schokolade. Ja, und es sind tatsächlich kleine Rechtecke. Wow. Seht ihr's? Ja, kleine Rechtecke. Und sie ergeben ein größeres Rechteck, wenn sie verbunden sind. Okay, das Erste, was ihr tun müsst, ist euren Marshmallow aufzuspießen. Denn dann seid ihr nicht zu nah am Feuer. Das wäre richtig gefährlich. Ihr müsst einen sicheren Abstand zum Feuer einhalten. Ja, perfekt. Wow, so rösten wir den Marshmallow. Wow, er wird schon golden. Wow, er ist fast fertig. Wow. Das sieht so gut aus. Seht ihr das? Wow, perfekt. Das wird sicher so yummy. Na gut, legen wir ihn direkt auf die Schokolade. Und die Schokolade liegt auf dem Cracker. Und dann den Marshmallow und dann noch einen Cracker. Und raus damit. Oh. Perfekt. Seht ihr das da? Oh, ich nenne das Yummy, Yummy, Yummy Small Dessert. Nom, nom, nom. Fertig? Yum. Jetzt ist die perfekte Zeit für den Camping-Song. Schaut mal hier, der perfekte Platz für unser Zelt. In der Natur und im großen Himmelszelt. Wir machen Feuer, rösten was und singen los. Hey, kennt ihr das? Das ist das Campinglied. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Campen, ich mag gern draußen sein. Wir gehen wandern und erkunden die Natur. Sehen Tiere und sind Käfern auf der Spur. Wir sitzen rund ums Feuer und erzählen alle was. Deshalb macht Zelten so viel Spaß. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Wir fahren unser Kanu den schönen Fluss entlang. Über uns die Vögel, hört ihr den Gesang? So ein Spaß den ganzen Nachmittag. Aber vergesst nicht das Insektenspray. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Alle zusammen! Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. S'mores sind so yummy und Camping macht so viel Spaß. Hattet ihr einen schönen Tag mit mir heute? Yeah! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Nun gut, ich sollte jetzt wohl besser das Feuer löschen. Yeah! Das war's. Los, kommt alle her, lernen ist nicht schwer. Hey, ich bin's, Blippi.
Blippi und heute sind wir auf der Tanaka Farm in Irvine, Kalifornien. Tanaka Farm? Ja, ist eine Farm, wo ihr selbst ernten könnt. Frisches Obst und Gemüse. Yeah! Kein Supermarkt heute, denn ihr und ich sind auf der Farm. Es geht los. Hohoho, seht mal da. Dort drüben steht ein Traktor mit zwei Wagen. Los, kommt! Hoho, hier auf der Tanaka-Farm fahrt ihr sogar Traktor auf der Tanaka-Farm-Traktor-Tour. Haha, ich bin so aufgeregt. Wow, hey, seht mal. Hi, hey, wer bist du? Ich bin Farmer Kenny. Farmer Kenny, schön, dass du hier bist. Ich bin Blippi. Was machst du hier? Oh, ein bisschen von allem. Ich fahre den Traktor und nehme dich mit auf Tour. Wow, wir dürfen mit auf Tour? Klar, hüpf drauf. Okay, dann los. Wow, seht mal hier, ich bin in einem Karottenfeld. Okay, steigen wir drüber. Seht ihr all das Grüne? Das ist das Kraut der Karotten. Das isst man nicht. Die eigentliche Karotte wächst im Boden. Deshalb nennt man sie ein Wurzelgemüse. Okay, wenn wir Karotten ernten wollen, dann müssen wir erstmal nach ihnen suchen. Also lasst uns das wegschieben. Wow, das sind ganz viele, genau hier. Seht ihr das Orange? Ja, das hier sind Karotten. Aber sie stecken ziemlich fest in der Erde. Also nehmen wir diese riesige Mistgabel. Wow! Oh, sieht aus wie eine kleine Gabel, aber viel größer. Und damit lockern wir den Boden auf. Jetzt müssen wir uns eine Karotte aussuchen. Hey, dann nehme ich doch gleich die hier. Wow, seht euch das an. Hier ist die Karotte. Wow. Oh, yeah. Das ist cool. Ich liebe Karotten. Sie haben die Farbe Orange. Am liebsten mache ich sie in meinen Salat, in meinen Karottenkuchen oder in die Suppe. Die sind so yummy. Und sie helfen euren Augen, sogar nachts alles zu sehen. Ziemlich cool. Hey, und da fällt mir ein Tier ein, das am allerliebsten Karotten frisst. Und wisst ihr, welches Tier ich meine? Ha, lasst uns mal suchen. Oh, süßer Hase. Seht! Ist ein süßer Hase. Wow, das Häschen hier heißt Andy. Hohoho, vielleicht will Andy meine Karotte von vorhin. Hier, bitte, Andy. Ah, dann hat Andy keinen Hunger. Ist okay. Setzen wir Andy ab. Alles klar. Okay, so ist's gut, Andy. Wow, ich liebe Hasen. Ihr Fell ist so weich. Hey, das ist Peanut Butter und das andere hat den Namen Jelly. Oh, da ist noch mal eins. Oh, seht sie euch an. Oh, hey, alles gut. Ist okay, ja. Yeah. Wow, diese Hühnerrasse nennt man moderne Zweikämpfer. Ja, und sie legen sogar Eier, obwohl sie so klein sind. Ja, seht es euch an. Hey, es ist so süß. Wow. Okay, setzen wir Peanut Butter wieder ab. Dann kann sie ein bisschen was essen. Am liebsten Mehlwürmer. Okay, ich lass dich runter. Oh, oh, und kommt mal mit. Oh, ich will euch was zeigen. Wow, denn hier in den Kisten... Da liegen ein paar Eier. Ja, Hennen legen Eier. Wow, wir haben ein Ei.
zwei Eier, drei Eier und vier Eier. Diese beiden sind große Eier und diese beiden sind kleine Eier. Aber die beiden wurden nicht von den modernen Zweikämpfern gelegt. Diese sind zu groß für deren Hennen. Okay, wir legen die Eier mal zurück. Und gehen nochmal die Hühner besuchen. Die Hühner mögen ihren Snack. Wow! Seht ihr das? Das sind Karotten! Yeah! Sie haben die Farbe Orange! Ich liebe die Farbe Orange! Sie ist eine meiner beiden Lieblingsfarben! Oh! Und das sind Zwiebeln! Wow! Das ist eine große Zwiebel! Und seht mal diese! Das sind auch schöne Zwiebeln! Aber man nennt sie Lauchzwiebeln! Es sind beides Zwiebeln, aber sie sehen so verschieden aus. Wow, das ist Romana. Ich liebe Romana, er ist so gesund. Ich mache daraus meinen Salat. Wow, und das ist Beete. Wow, das ist gelbe Beete und das ist rote Beete. seht! Was ist das? Die sind hübsch. Das sind Radieschen. Seht ihr die Farbe? Wie eine Art pinkes Rot. Yeah, ich liebe diese Farbe. Wow. Hey, und Spinat. Er ist verpackt in einer Box, einer durchsichtigen Box. Und Spinat ist grün. Es scheint so, als sei das meiste Gemüse grün. Denn seht ihr die Radieschen? Ja, der Teil, den man isst, hat die pink-rote Farbe. Aber das hier oben, das betreibt Photosynthese und nährt die Radieschen. Und das hat die Farbe grün. Aber das isst man nicht mit. Wow, Grünkohl! Ihr solltet mal Grünkohlchips probieren. Ja, wie normale Chips, aber gesünder. Wow, sind das Drumsticks? Nein, das ist Zuckerrohr. Wow, das ist ganz süß. Wow, längliche Auberginen. Wow, sie haben die Farbe lila. Ein ziemlich dunkles Lila. Wow, so cool. Und gesund. Oh, hier gibt es grünen Sellerie. Und hier ist Blumenkohl. Oh, und nicht zu vergessen die gelben Zucchini. Yeah, wow. Und es gibt hier auch noch grüne Paprika. Ja, gleich neben der roten Paprika. Seht's euch an. Yeah! Rot, grün. Rot, grün. Wir legen sie zurück. Einfach dahin. Und dann zu guter Letzt gibt's auch Maiskolben. Ich liebe Mais. Okay, Blippi, wir sind da. Yeah, ich bin so aufgeregt. Wow, ich frag mich, was hier auf den Feldern wächst. Na gut, mal sehen. Okay. Wir gehen gleich hier rechts ins Feld. Okay, du meinst hier? Alles klar. Wow, was wächst hier?
Das sind Wassermelonen. Wassermelonen, wow. Sieht aus, als gäbe es zwei unterschiedliche Sorten. Ja, diese kleinen, runden, das sind gelbe Wassermelonen. Okay. Diese großen, länglichen, das sind rote Wassermelonen. Wow, können wir welche pflücken? Ja, mal sehen, welche reif sind. Okay. Wie wäre es mit dieser gelben hier? Okay. Genau da in der Mitte. Diese? Ja. Okay, wie macht man das? Einfach nehmen, hey, sie geht sofort sie ab. Schon. Wenn sie reif ist, geht sie gleich wow, ab. Wow, seht sie euch an. Diese Wassermelone ist ein Kreis. Oder eine Kugel. Okay, weiter okay, geht's. Okay, dann sehen wir mal, ob wir eine rote okay. finden. Wow, das ist eine große Wassermelone. Wow, und welche Form hat die? Sieht wie eine Kugel aus. Ja, wie eine Art längliche Kugel. Oder eine ovale. Hm? Okay. Und nun können wir sie hier hinlegen? Ja, klar. Okay. Wow. Die sehen so lecker aus. Okay. Alles klar. Also, das hier ist eine normale Wassermelone und wir wissen, welche Farbe sie innen hat. Aber wir sollten sie aufschneiden und um nachsehen. Um zu sehen, ob wir richtig liegen. Wow! Yeah! Außen natürlich grün und innen ist sie rot, wie erwartet. Wow! Seht ihr die Kerne? Sie hat schwarze Kerne und weiße Kerne. Wow! Okay. Diese Wassermelone sieht etwas anders aus. Wo ist der Unterschied zwischen ihnen? Diese hat gelbes Fruchtfleisch. Oh, das macht Sinn. Ja, man nennt sie auch gelbe Wassermelone. Können wir sie aufmachen? Wir schneiden sie auf und sehen nach. Wenn sie schön reif sind, dann platzen sie gleich auf. Yeah. Wow. So eine Wassermelone sehe ich zum ersten Mal. Seht, sie hat die Farbe gelb. Wow. Okay, wir vergleichen mal die beiden. Gelb, rot. Gelb, rot. Beide sind lecker. Wow. Ich werde mal kosten. Mmh. Mmh, ganz süß. Ich liebe den Geschmack von gelben Wassermelonen. Mmh. 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 Hast du eine Lieblingssorte bei Wassermelonen? Ich mag die gelben lieber. Mm. Sie schmecken ein bisschen anders, aber sind wirklich gut. Mhm. Ja, das muss man sagen. Sie ist wirklich gut. Mhm. Wollt ihr auch? Erdbeeren. Mhm. Mmh. Erdbeeren sind so lecker. Lasst uns noch mal welche abpflücken. Okay, seht ihr meinen Behälter? Ich nenne ihn Klappmuschelbehälter. Yeah! Wisst ihr, was eine Muschel ist? Ja, Muscheln sind Schalentiere und sie sehen so aus. Okay, wir pflücken 20 Erdbeeren. Wow, das sind viele Erdbeeren. Okay, bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, 8, 9, 10 Erdbeeren. Okay, die Hälfte haben wir jetzt. 11, 12. Minus 1, wieder 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, gleich geschafft. 18, 19, eine noch. 20.
20 Erdbeeren in unserem Klappmuschelbehälter. Coole Sache. Wuhu! Wow! Doch was für Pflanzen sind das? Ich hab sie noch nie gesehen. Wow! Kaum zu glauben, sie sind so hoch. Eigentlich wie Maispflanzen. Aber ich weiß, es ist kein Mais. Wow! Wow! Fast erwischt! Wir bremsen! Okay, Blippi, das hier ist das Zuckerrohrfeld. Zuckerrohrfeld? Habt ihr das gehört? Oh, ja klar, das muss es sein. Zuckerrohr. Wow. Alles klar. Okay, Farmer Kenny. Yeah. Was machen wir nun? Wir werden etwas Zuckerrohr schneiden. Okay. Wow. Hey, das ist Zuckerrohr. Das sieht doch ein schönes Stück aus. Wow. Wow, das ist ein scharfes Messer. Er hat's abgehackt. Wozu verwendet man Zuckerrohr? Man kann einfach daran lutschen. Man kann es auch auspressen und Saft daraus machen. Damit kochen. Wird daraus auch Zucker gemacht? Ja. Wow, Zuckerrohr bringt Zucker. Wow. Okay. Wow! Seht euch das an! Also normalerweise schneidet man einfach die Haut ab und kaut auf dem Inneren herum. Wow! Also darauf kann man jetzt herumkauen? Ja! Okay. Ja. Wow! Immer wenn ihr Messer benutzt, seid sehr vorsichtig, richtig, liebe Eltern? Und nur Erwachsene sollten Messer benutzen. Wow. Okay. Das ist ja super. Du kannst auf dem Ende kauen. Okay, versuchen wir's. Ich liebe Zuckerrohr. Wow, seht mal da. Wow, das ist eine mega große Pflanze. Und tatsächlich eine Blume. Das ist eine Riesenblume. Und die Blume, die nennt man Sonnenblume. Wow, wisst ihr, wieso sie Sonnenblume genannt wird? Ja, denn sie sieht aus wie die Sonne. Wow. Und Sonnenblumen produzieren Kerne. Lecker. Kerne sind sehr gesund. Nun, es hat mir so viel Spaß gemacht, etwas über Obst, Gemüse und Kerne zu lernen auf der Tanaka Farm in Irvine, Kalifornien. Und das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Okay! Bis demnächst! Bye, bye!